Fachwerkhaus am Markt 22. Arbeitseinsatz 3. Juli 2012. Am 3. Juli 2012 gab es bereits den zweiten Arbeitseinsatz im Fachwerkhaus am Markt 22 in Herzberg am Harz. Wo die Nägel da? Hier wurden in erster Linie im Innenbereich Fußbodenbelege entfernt und auch bei Tapeten geschaut, was sich Erhaltenswertes darunter befinden könnte. Im oberen Bereich wurde die Verschalung in dem Flur und in den Zimmern mit Ziegenfüßen entfernt und in den Hof geworfen. Dort kamen diese dann, zusammen mit den Bodenbelägen, auf die Müllstapel, die wachsen und wachsen. Generell gilt für den Fußboden aber wohl, dass Spanplatten erst liegen bleiben, bis die Tapeten runter sind, und erst danach wird geschaut, ob ein historischer Fußboden gefunden wird und erhalten werden kann. Des Weiteren wurde das Loch über der Kellertreppe mit einem Brett versiegelt und die unteren Räume im Gebäude besenrein vorbereitet. Hier wird es bei den nächsten Arbeitseinsätzen wohl an die Verkabelungen gehen. Im ganzen Haus gibt es zurzeit keinen Strom, sodass dies unproblematisch ist. Wie man auf einigen Bildern sehen kann, fand sich noch immer die eine oder andere Kleinigkeit, welche nun den Platz räumen musste, damit in den Zimmern gefahrlos gearbeitet werden kann. Persönlich mag ich es besonders, dass das Treppengeländer im ersten Stock behelfsmäßig repariert wurde. So bietet es echte Sicherheit und keine trügerische. Gerade beim Filmen ist es so, weil man sich ja quasi in einem Rohbau bewegt, dass man sich bei der Konzentration auf den Bildschirm keine Fehltritte erlauben darf. Gerade aber diese in einer solchen zu Gefahren neigenden Lage die häufigste Unfallursache darstellen. Warum also auf Sicherheit verzichten, wenn man sie haben kann? Am nächsten Dienstag um 18 Uhr geht es weiter. Hoffentlich wieder mit großer Beteiligung und ebenso großem Effekt. In dem Haus gibt es noch viel zu tun und viel zu entdecken. Also das sieht ja aus wie 20er Jahre mäßig, Silvia. Ja. Gerade aber diese Blumenvase, die hat mich auch schon an die 20er erinnert. Und die habe ich mir vorstellen können, wäre auch noch älter. Und die sieht handgemalt aus. Also bin ich sicher. Also meinst du jetzt hier drunter, guck mal. Und ich glaube, hier drunter ist noch was. Unter der Punktetapete sitzt noch eine andere. Also die oberste, die kann wahrscheinlich unbedenklich haben. Und da muss man gucken, ob man vielleicht so halbe macht, dass man zeigt, was da drüber sitzt. Die ganz hier, genau. Die ist schon zeigenswert und dann ein Stück von dem bunten danach liegt. Ich glaube, darunter liegt, glaube ich, rot. Darunter liegt diese nämlich noch, genau, die bunte. Ja. Und dieses hier ist irgendwie. Ich bin Silvia Wiegand. Ich bin hoch erfreut, dass ich heute bei der zweiten Aktion dabei sein durfte. Ich habe in erster Linie zugesehen, um überhaupt erstmal zu spüren, wie es hier geht. Ich bin ganz begeistert, dass heute so viel geschehen ist in recht kurzer Zeit.
Ich habe gesehen, wie Fußböden angehoben wurden, Paneele freigelegt, wunderbares Holz zu sehen ist, alte Bohlen, wie mit Geduld und gemeinsam Wände freigelegt wurden, Elektroleitungen entfernt und hässliche alte Wandverkleidungen aus dem Fenster in den Hof entsorgt und geordnet wurden zum Abtransport. Ja, und ich bin hochzufrieden. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonczorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 51015, Kontonummer 16 000 6441.